Sichtzeichen, Körpersprache oder einfach nur Sitzsignale. Diesem Thema wollen wir uns heute mal widmen. Was gibt es da so für ja, Fehlerquellen? Was macht Sinn? Was ist sinnvoll? Was nicht? Und falls dich das interessiert, bleibst du einfach dran. Hi, ich bin Steve Keil vom Hundeparadies Harz, Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute hier wieder auf unserem Kanal eingeschaltet hast. Und falls du ihn noch nicht abonniert hast, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann klickst du jetzt da unten drauf und folgst uns auf Instagram und Facebook. Da haben wir nämlich immer mal wieder so ein bisschen alltägliche Sachen, ein paar Anreize, ein paar Ideen, ein paar Gedanken, wie so das Leben mit Hunden ist. Ich freue mich, wie gesagt, wirklich, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wir haben bald die 10.000 erreicht. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen dem Thema wieder Körpersprache widmen. Und zwar, was ist jetzt richtig? Sollte ich jetzt nur nonverbal arbeiten, weil Hunde halt so nonverbale Künstler sind? Sollte ich mit Sichtzeichen arbeiten? Ist das dasselbe? Oder mit Signalen? Und diesem Thema wollen wir uns, wie gesagt, heute mal so ein bisschen widmen, weil mir halt immer wieder bei unseren ganzen Coachy-Kunden ja über die ganzen Jahre halt immer wieder Sachen auffallen, die immer und immer wieder ja, sichtbar sind und Probleme aufrufen. Also, dass Hunde natürlich jetzt nonverbale Künstler sind, ich glaube, dessen ist jedem schon so ein bisschen bewusst, ne? Dass die halt ganz, ganz viel über Körpersprache kommunizieren, auch über taktil, also über Berührungen. Sicherlich kommunizieren Hunde auch über Lautäußerungen, so wie Bellen, Knurren, Fiepen, Winseln oder was auch immer. Aber so grundsätzlich sind sie halt eher körpersprachlich unterwegs. Und wir Menschen neigen eher dazu, mit Worten uns zu deuten quasi. Und das hat so ein paar Risiken. Gerade im Hundetraining fällt mir das halt immer wieder auf. Warum? Weil die Menschen halt irgendwie alles probieren. Alles nur so halbherzig und sich gar nicht richtig bewusst sind, was sie eigentlich tun. Deswegen ist immer so die Frage, soll ich jetzt hier so mit so einem Sichtzeichen arbeiten für Sitz, so der klassische Finger, den jeder kennt, ne? So einen Sitz machen. Sollte ich nur Sitz sagen? Sollte ich vielleicht irgendwie auf meinen Körper achten? Und im Grunde genommen kann man das gar nicht so leicht sagen und eigentlich gar nicht trennen, weil vielen Menschen passieren unbewusst Sachen, wo sie sich gar nicht selber bewusst sind darüber. Und deswegen arbeiten wir ja hier bei uns im Coaching auch so stark mit Videoanalysen, weil man permanent darüber gucken muss und weil die Leute es teilweise gar nicht merken, dass sie zum Beispiel den Finger heben und hier sagen, obwohl sie 10 Minuten vorher dieses Signal noch als Sitz benutzen. Und das birgt halt ganz, ganz viele Fehler. Ja, als Beispiel, du rufst deinen Hund, sagst hier, hebst den Finger damit, weil du ihn irgendwie so Art drohen willst. Und für den Hund bedeutet das eventuell sogar, hä, soll ich jetzt einen Sitz machen? Und deswegen kommt er auch nicht so richtig. Du musst dir auch bewusst sein, dass deine Schultern, deine Augen, dein Körperschwerpunkt ganz klar Signale für deinen Hund sind. Und deswegen ist es eigentlich für dich viel, viel besser, wenn du eine Entscheidung triffst, was mache ich denn? Wie baue ich jetzt ein Signal auf? Rede ich? Sag ich Sitz? Mache ich einen Finger? Mache ich meinen Körper hoch? Hocke ich mich hin beim Rückruf? Was mache ich denn eigentlich? Und es gibt nichts Besseres, als wenn man sich wirklich vorher mal einen Plan macht, Gedanken macht, okay, so und so kann ich mir das vorstellen. Ich bin eher so der Typ, ich mag Signale nicht. Ich habe keine Lust, meinen Hund permanent mit Sitz, Platz, aus oder sonst irgendwas voll zu labern, sondern ich mache das halt eher wirklich mit Körpersprache und mit, dass ich halt will, ne? Ich habe jetzt hier keinen Platz oder Bleib gesagt, ich habe einfach nur gesagt, komm hierher, habe ihn einfach blockiert, damit er sich hinlegt und gut. Und das ist für ihn viel, viel einfacher, als wenn ich mal Platz, mal die Hand so, mal so, mal so. Und das ist das, was immer und immer wieder da draußen auffällt, dass die den Menschen da draußen oder dir jetzt gar nicht bewusst ist, was du, Alice macht hier nur Dummheiten, dass du dir gar nicht bewusst bist, dass das eine große Rolle spielt. Ja? Viele Hunde stehen neben dem Besitzer und die sagen immer, hier, her jetzt, hier. Oder du sagst so, ey, was machst du da? Sortier dich doch mal. Und deswegen hören viele Hunde auch einfach nicht zu. Triff doch für dich einfach eine Entscheidung. Bin ich eher körpersprachlich? Was mache ich eigentlich mit meinen Schultern? Ja, gucke ich meinen Hund an? Drücke ich ihn weg? Oder lade ich ihn ein? Ja, hebe ich meinen Finger gerade und möchte eigentlich, dass er zu mir kommt? Oder hebe ich meinen Finger, weil er sich hinsetzen soll? Sage ich jetzt Sitz oder sage ich jetzt Platz oder was auch immer. Und ich möchte einfach nur so ein bisschen aufklären, dass das für Hunde ganz schwer zu lesen ist, wenn es permanent ständig anders ist. Wenn dein Körper nicht das mitteilt, was dein gelerntes Fingerzeigen und dein Sprechen eben einfach nicht unterstreicht. Und dessen musst du dir bewusst sein, weil das halt viele Probleme im Hundetraining hervorrufen. Und
Wenn du das jetzt richtig lernen willst, wie man das Step-by-Step macht, mit wirklich Feedback, ja, das heißt, du hast ein ganzes Team an deiner Seite, bist du hier bei uns richtig, weil wir lassen hier keinen alleine. Wir arbeiten kontinuierlich. Alice, komm mal hier, komm mal auch hier. Wir arbeiten, nein, nein, jetzt komm auch hier, ab. Weil wir arbeiten mit euch nämlich wirklich 1:1, nicht nur digital, auch hier bei uns im Hundeparadies oder in Hausbesuche. Na los, hau ab. Und helfen euch da wirklich kontinuierlich, damit du auch das richtige Feedback bekommst. Ja? Weil es nützt nichts, wenn dir das jetzt bewusst ist hier, du aber keine Rückmeldung kriegst, ob du jetzt auf dem richtigen Weg bist. Weil dein Unterbewusstsein ist stärker, als du denkst. Deswegen, wenn du, wie gesagt, das intensivste Coaching haben willst und wirklich ein Team an deiner Seite, gehst du auf www.steve-kaio.de, bewirbst dich hier bei uns und dann schauen wir ganz einfach mal, können wir dir helfen? Ja, wollen wir dir überhaupt helfen? Bist du ein Machertyp? Hast du Lust, wirklich an deiner Beziehung zu arbeiten? Dann sehen wir uns im Beratungsgespräch und ich freue mich, wenn wir dann zusammenarbeiten und dann nachhaltig, ja, eine richtig schöne Mensch-Hunde-Beziehung kreieren, weil wir das täglich, mein Schöner, und dass ihr immer so fleißig schaut, gefällt mir, drückt, abonniert, auf unseren Kanälen überall seid und jetzt halte ich auch einen Schnabel. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. So, und wir gehen jetzt spielen.